Ja, was war das denn beim letzten Versuch? Gerade auf der Zielgeraden nochmal verloren und ja, müssen wir nochmal neu angehen. Und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Need for Speed Underground 2. Ja, wir sind Erste geworden, immerhin, und da ist dieser X7. Er hat sich nochmal gerecht für so eine Aktion, ich glaube, gegen Ende der ersten Runde. Jo, müsste gewesen sein, zweite Runde war ich ja ruhig, da war nichts dergleichen. Und in der dritten Runde habe ich ihn auch nochmal erwischt. Naja. Da sehe ich jetzt aber einfach mal zu, dass ich das jetzt auch wirklich gewinne. Die Strecke ist aber auch sehr schön und lässt sich eben auch sehr schön fahren. Bin ich sehr mit zufrieden. Wir können ja mal nach hinten schauen. Da ist noch nichts zu sehen und immer noch nichts. Na, hätte ich mal machen sollen in der letzten Folge. Oh, jetzt biegt er da ab. Ich wollte jetzt eigentlich rechts an ihm vorbeifahren. Ui, das war eng. Eng für mich, aber es sah nicht so eng aus. Leider kein Knopf vorbei. Oh, was? Wieso war da Wasser? Seltsam. Aber in Ordnung. Okay, da fahre ich doch rechts vorbei. Kriege ich nicht mehr. Links hätte ich Geschwindigkeit rausnehmen müssen und das ordentlich. Gut, an der Wand habe ich jetzt auch ordentlich Geschwindigkeit verloren, aber naja. Hallo. Knapp vorbei mal 4 schon. Das war zu weit weg. Anstatt, dass es dafür ein Knapp vorbei gibt, da vorne ist wieder ein Transporter. Knapp vorbei, mal 5. Bekommen wir das zweistellig hier in dieser Folge? Also mal 10. Dreistellig wird es auf jeden Fall nicht. Da werden wir zu wenig Runden und auch zu wenig Strecke. Also 100 Wagen von Zivilisten sehen wir hier, während des Rennens überhaupt nicht. Ne, bei weitem nicht. Ja, die sind uns immer noch recht auf den Fersen. Jetzt 2 Sekunden Vorsprung auf den Hintermann. Da fahre ich jetzt mal innen vorbei, aber nö, hab ihn mitgenommen, ganz leicht. Der Wagen schön wieder aufholt, vor allem eben, wenn er gerade etwas abgesackt ist vom Drehzahl her. Von der Drehzahl her und dann eben wieder raus beschleunigt. Was, mal 3? Ach so, wenn wir crashen, dann setzt es das wieder zurück. Mal 4. Oh, Nitro ist jetzt übervoll. Da war ich zu fleißig, zu emsig beim Sammeln. So, hier scheint niemand zu kommen, deswegen keine große Beachtung. Aber hier wurden wir vorhin überholt. Auf der letzten Runde, weil hier hinten erst die Linie ist. Ich habe die auch weiter vorne vermutet. Ich habe den X7 dann direkt vor uns ins Ziel geschoben. Das war auch ärgerlich. Aber naja. Die kleben wirklich noch recht bei uns hinten dran. Jetzt eine Sekunde. Die der Herr B. Rückstand hat. Untersteuern verspürt. Da habe ich mal wieder was raus, weil ich brauche ja etwas Luft, um eben Neues zu sammeln. Jetzt wieder diese obligatorische Sekunde, also DRS dürfen die nicht verwenden. Na, jetzt sind es 2 Sekunden und das in der letzten Runde, also diesmal muss es doch klar gehen. Nitro behalte ich mir, da war wieder Wasser. Nitro behalte ich mir mal auf. Na gut, es regnet, vielleicht sammelt sich das Wasser da, aber kann mich nicht erinnern, dass ich das schon mal hier im Spiel gesehen habe, aber vielleicht ist es eben durch das Skript so bedingt. Kann sein. Wieder Zeitlupensprung und diesmal haben wir einen ordentlichen Vorsprung, deswegen zünde ich einfach mal. Hat sich auch gelohnt, gewonnen, so sollte es eigentlich schon in der letzten Folge aussehen, aber es hat sich einfach nochmal um einen Versuch verschoben. Weiter geht's, bekommen wir, ja, da bekommen wir was. Dachspoiler, ändere deinen Look, neueste Dachspoiler, nix mit Carbon, in jedem, aber ich will keine Dachspoiler, deswegen schauen wir jetzt nicht nach. Auch wenn wir neben so einem Shop stehen. Ich gehe einfach mal das nächste Rundkursrennen an, was ich da auf der Karte sehe. Da will ich jetzt nicht unbedingt mal unter GPS herbeiziehen. Nö. Ich schaffe mir auch so. Und da ist wieder ein aufgeploppt da hinten bei dem Lackshop. Ein anderer, mit dem wir uns beim Outrun-Rennen hätten duellieren können. Ach, da hinten drin wieder. Beim Hotel.
Von John, wenn du mit uns fahren willst, brauchst du dein bestes Material. Ich glaube ja noch nicht mal, dass deine Karre überhaupt bis zur Stadtlinie kommt, geschweige denn bis ins Ziel. Überleg's dir nochmal. Nö, machen wir nicht, wir legen einfach los. Und ich gebe mir nochmal einen Schluck. Oh, der Ex-Siegen ist ja Schmuck. Halt, ich will mitmachen. Ja, deswegen habe ich jetzt den Start verpasst, aber... Okay, da spielt schon jemand Drecksack, und zwar der Ex-8. Habe ich gerade X7 gesagt? Also es war auf jeden Fall ein X8. Bin ich mir gerade gar nicht mehr so sicher, was ich da von mir gegeben habe. Windschattenpunkte und wir sind erstmal wieder Erster, aber das heißt ja eben noch gar nichts. Zwei Runden sind's, dafür sind die aber einfach länger. Und schön auf der Autobahn. Da können wir auch ordentlich Geschwindigkeit mitnehmen. Oh, nach rechts ist uns nicht vergönnt. Wir müssen hier im Gegenverkehr fahren. Ja, das zu. Im Verkehr geht nicht. Dann mal schnell wieder rüber. Oh, biegt er gerade ab. Oh Gott, nein. Unser schöner Nissan. Nein, nein, nein. Du Blödmann. Kannst du nicht einfach von der Autobahn abfahren? Aber da hinten hat sich auch was zugetragen. Die stopfen sich da. War ich hier nicht den, den ich da weggerammt habe? Der ist jetzt in die Mitte und da sind die rein. So, und da anstelle ich mir das einfach gerade mal vor. Hier gibt es ja leider, na gut, es gibt eine Wiederholung, aber ich glaube nicht, dass wir durch die Wagen durchschalten können. Also da hat F1 2015 mehr von. Dafür finde ich hier einfach, was man kann. Man hat da unten einen Zeitstrahl. Ich habe ja das erste Wort zum Sonntag, als ich hier mit Need for Speed Underground 2 angefangen habe, bin ich ja mit dem 350Z gefahren, den ich mir einfach mal im Menü getuned habe. Und da habe ich das Ganze einfach mal aus der Wiederholung aufgenommen. Und eben aus der Außenansicht. Und da konnte man eben schön mit so einem Zeitstrahl einfach zu der Position springen, wo man einfach hin wollte. Bei F1 2015 fehlt mir einfach, wenn ich dann Highlights oder was für das Nachwort sammle, fehlt mir einfach die Funktion, dass ich dann von Runde zu Runde springen kann. Also ich kann nur nach vorne oder nach hinten spulen. Und das Problem ist, zurückspulen, vorspulen. Und das Problem ist, ich kann jetzt nicht sagen, ja, Runde 1 ist was passiert, schaue ich mir das an und dann 20 Runden Ruhe, sage ich doch einfach mal, ich springe zu Runde 20. Nee, da muss ich im Schnelldurchlauf einfach die 20 Runden durchlaufen lassen und das ist dann dort ziemlich ärgerlich. Das gab nicht knapp vorbei, interessant. Naja, aber Spiele können auch untereinander, voneinander lernen. Aber ich glaube nicht, dass ich irgendwas... dass Codemaster sich irgendwas abgeschaut hat bei F1 2016, bei Underground 2, was sie eben für F1 2015 oder später dann für F1 2016 umsetzen werden. Und wenn doch, dann wäre es schon sehr interessant, was genau. Weil ich finde da eigentlich gar keine Überschneidung, aber das kam irgendwie, wie kam das jetzt zusammen? Achso, genau. Ich habe ja gesprochen, wir hätten hier uns mal anschauen können, was da hinten los war im Tunnel, warum die sich da so gestaut haben. Dann bin ich eben auf die Wiederholung zurückgekommen und dann eben darauf auf F1 2015 dann eben mit dieser eingeschränkten Wiederholungsfunktion. Also nicht eben von Runde zu Runde springen zu können. Jetzt nehme ich mal hier außen was mit. Und zwar die Pfeilbande. Weiß gar nicht, ich glaube in einem späteren, für den PC erschienenen Need for Speed Teil. Oh, da war schon das Ziel, da habe ich jetzt ganz schön geschlafen. Ob jetzt Most Wanted, das möchte ich gerne Most Wanted, oder vielleicht The Run. Da konnte man durch diese Pfeilwände hindurchfahren, meine ich. Oh, das war wieder sehr knapp. Hätte nicht sein müssen. Aber gewonnen ist gewonnen. Da ist wieder eine aufgeploppt und wir fahren, na, ist auf der anderen Seite, schade. Das nächste Rundkursrennen ist auf der anderen Seite. Da oben hätten wir noch einiges zu erledigen, aber auch beim Flughafen ist schon wieder ein URL-Rennen. Oh, wir haben jetzt mittlerweile schon wieder 3. Da sind wir. Und dann gehen wir einfach mal das nächste an. Also, wenn wir mit dem Wagen wirklich stehen bleiben, dann kommt da etwas schwierig aus dem Pushen. Aber da war ein Informationszeichen, aber egal. Aber ist ja auch gewissermaßen verständlich. Im Rückwärtsrollen und dann eben da wieder hinaus zu beschleunigen, ist schon nicht ohne. Auch für so einen getunten Nissan hier. Ja, also auf zum nächsten URL-Rennen.
Wie viele Uralrennen mussten wir für den Sponsor? Ne, wir haben doch erst letztens ein Auto angeschaut. Also entweder schließen wir bald wieder einen Sponsorenvertrag ab, oder... Ich lenke erstmal um. Oder wir bekommen einfach den nächsten. Ja, noch eine Runde, komm, weil es so schön war. Noch eine? Okay. Aber diesmal die andere Richtung. Ich halte mich hier gerade... Oh, nee. Halte mich hier gerade ganz schön lange auf. So, mal gegenlenken. Und dann geht's weiter. Endlich. Ach, da ist nicht genug Platz. Schade. Hans ab. Muss doch zum nächsten Rennen. Ah, das Rennen ist da. Interessant. Dann müssen wir hier gleich mal runter. Und dann rechts rum. Hey, da hinten ist noch ein Shop. Ne, ist unsere Garage, ne? Stimmt, unsere Garage, wollte schon sagen. Die Position kommt mir doch bekannt vor. Und lila ist doch Garage. Ein lila Vollkreis ist Garage. Stimmt, stimmt, stimmt. So, wir sind da. Wer eigentlich noch? Matayo? Okay, diese Typen sind hart drauf, aber denk nicht drüber nach. Fahr einfach, die nehmen jede Kurve im vollen Grenzbereich. Du musst dich warm anziehen. Bis jetzt hast du ja noch keinen so richtigen beeindruckt, also gib alles. Haben wir noch keinen so richtig beeindruckt? Wundert mich etwas. Also ich sehe da schon mal einen Mitsubishi Evo, den ich gerne hätte. Ein LX8 schön und neben uns der zweite Nissan 240er. Und mit der Standardausführung der Rückleuchten. 4 Runden, okay. Und da wird erstmal gerammt. Ach, hier, wo man so schön abkürzen konnte. Ach, hat er mich behindert. Entschuldigung, schöner X8, aber es musste sein. Aua. Oh, jetzt war ich auf der Wiese. Da freut sich der Führende. Nein. 2,46 Sekunden. Oh. Na, wieder der schöne Kreis hier hinten. Und hier haben wir wieder dieses schöne Skyline. Und diesmal nicht bei Regen. Beim letzten Mal hatten wir, glaube ich, Regen, wo ich das hier angesagt habe, oder? Jetzt müssen wir erstmal am Evo vorbei. Oder wir fahren direkt rein. Und damit ist auch eine Runde rum. Na, was willst du denn? Aua. Der hätte uns jetzt schön drehen können, aber hat er nicht durchgezogen. So, übelster Powerslide, alles andere ist schnell, aber wir können uns gerade mal gönnen. Wir können es uns gerade mal gönnen. Der hätte es jetzt wieder probieren können, aber will nicht. Er will ein ganz lieber Fahrer sein, kein Drecksack. Voll über den Randstein. Aber das ist dann wie bei F1 2015. Das Spiel sagt einfach nicht, ey, du hast abgekürzt, Strafe. Nee, es wird einfach so hingenommen. Da haben die wieder was gemeinsam, F1 2015 und Need for Speed Underground 2. Also haben sich ja doch was abgeschaut von Underground 2. Ja, findet man eben doch dann, wenn man einfach genauer drüber nachdenkt, ein paar Gemeinsamkeiten. Wobei ich eben jetzt da eben, ja, beim Abkürzen nicht vom Gas gegangen bin. Wenn man bei F1 2015 vom Gas geht, das merkt das Spiel und dann sagt es dann eher nichts. Und wenn man wirklich voll durchfährt, dann sagt es auf jeden Fall was oder drückt einen sofort eine Strafe rein von 3 oder 5 Sekunden. So, wir haben 2 Sekunden Vorsprung. Wir haben schon über die Hälfte dieses Rennens hier gehabt. Ist das wieder ein Turnier? Also ich nehme jetzt einfach mal an, bei den späteren URL-Rennen kommen jetzt immer nur Turniere, nicht bloß einzelne URL-Rennen. Jetzt fängt es wieder an zu regnen. Dynamisches Wetter gibt es also auch, gewissermaßen, wie bei F1 2015. Oh, und es donnert sogar. Schön. Nitro ist voll, okay, dann mal. Aber wohl, gibt es noch was für die Führungsrunde? Müsste ja eigentlich, oder? Jo. Na, schön genommen, die Kurve. Aber auch ganz schön Reifen liegen lassen, so wie das qualmt. Eigentlich müsste er jetzt mehr Wasser aufspritzen, als dass die Reifen wirklich quietschen, qualmen.
weil sie einfach so hart drangenommen werden. Aber Underground 2 ist natürlich auch keine Simulation und das soll es auch nicht sein. Zum Glück ist es keine Simulation. Dann würde das Spiel bestimmt nicht so viel Spaß machen, eben wie in dieser Form hier. So, letzte Runde. Wir haben einen Vorsprung, nicht allzu groß, aber doch ganz beruhigend. 1,5 Sekunden sind es fast und das sollten wir da jetzt nach Hause fahren. Kann ich gleich nochmal Nitro reinklöppeln? Ja. Fast 2 Balken sind weg und wir haben gewonnen. Eben nochmal ein paar Rufpunkte dazu verdienen. Ja, ein Turnier. Gut. Auf zum nächsten Rennen. Ich trinke nochmal was. Die Zeit habe ich ja einfach. Warum nicht? Essen, das mache ich nicht. Also Essen bei Let's Plays, ne, würde ich nicht machen. Dann hört ihr irgendwelche Kaugeräusche. Das finde ich dann selbst, wenn ich es anschaue, nicht schön. Und warum? Also trinken ist verständlich, weil wenn man die ganze Zeit plappert, dann wird der Mund einfach fusselig, weil trocken. Und ist auch ganz angenehm. Vor allem eben im Sommer. Uiuiui, ich will gar nicht an den Sommer denken. Wir haben gerade Januar und wir haben endlich auch mal Minusgrade. Wobei mir an sich Schnee lieber wäre. Gut, Schnee und Minusgrade, das muss eigentlich sein, weil ansonsten gibt es so Pampe und das finde ich auch nicht so schön. Also Schnee finde ich sehr schön, aber trinken, das finde ich dann beim Let's Play ganz in Ordnung. Also jetzt nicht einfach hier mal Pause machen und was trinken. Nö, wenn es einfach gerade so eine Zwischensequenz ist, die man auch laufen lassen kann, dann kann man ja einfach mal was dazwischen schieben. 4 Runden sind es diesmal wieder. Und die Strecke, also wir fahren hier hinten wieder diesen Bogen. Die Strecke sind wir, glaube ich, auch schon mal gefahren. Auf jeden Fall habe ich noch sehr gut in Erinnerung. Hab ja Underground 2 nicht zum ersten Mal angeworfen. Das Nitro sammeln. Na, schade, schon beendet. Fast auf der Geraden einfach mal schön das Heck verloren, um einfach Nitro zu sammeln. Wer sich's leisten kann. Ach, hier war der Sprung. Stimmt, wenn wir schnell genug sind, dann gibt's hier eine kleine... Ja. Aber das gibt's ja schon bei der vorherigen Kurve und hier diese 90-Grad-Kurve. Kann man sich schön reinwerfen, aber da musste ich jetzt an dieser Stelle einfach mal korrigieren. Also schön außen angefahren, dann Handbremse kurz angetippt, rein. Aber ich musste nochmal gegensteuern, ansonsten hätten wir den Wagen komplett da in die Wand gesetzt. Ja, hier genauso. Das war zu früh. Und hier kann man einfach schön abkürzen. Ja, 2 Räder sollten auf der Strecke bleiben. Das war aber nicht der Fall. Ups. Ja, aber so richtig weit hinten ist von denen gar keiner. Einer ist klar letzter, aber... Oh, jetzt halten die sich gerade so mit dem gleichen Abstand zueinander. Was ich aber mal machen werde, abgesehen von den Drag-Rennen, ich werde mal den Schwierigkeitsgrad beim nächsten Rennen nach oben setzen. Weil der Vorsprung, den ich hier gerade habe, ist dann eben doch etwas zu beruhigend. Ich wollte es aber eben auch erstmal austesten, wie das hier bei dem Spiel so wirkt. Aber das können wir durchaus machen. Jo. Und da donnert es wieder. Wir haben ja immer noch Regen hier. Also entweder Nacht und kein Regen oder Nacht und Regen. Was anderes kennen wir nicht. Oder eben vielleicht Morgengrauen oder Abenddämmerung. Aber alles nicht sehr schöne Lichtstimmung, die wir hier haben. Hey, da oben fehlt ein L. Da steht UR und nichts weiter. Was steht denn hier alles auf den Plakaten? Singular? Hier haben wir dann nichts. Na wo hier? Was? Falken? Glaube ich Reifenhersteller, oder? Konnte ich jetzt im Vorbeifahren nicht genau erkennen. Hier haben wir nichts, was wir uns durchlesen können. Ja, man merkt, wir fahren zu weit vorne. Wir haben Zeit dafür, uns einfach die Werbebanden anzuschauen. Das ist irgendwas mit Z und E. Xerox wahrscheinlich nicht. Toyo Tire, kennen wir. Jetzt war ich hier ganz schön weit außen. Hätte mal wieder Nitro zünden können vorher, weil wir haben schon wieder zu genug. Zu Genüge. Da wieder UR ohne L. Bilstein. AutoZone. 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 Hier haben wir wieder Toyo Tire und Japan Tuning. Yokohama.
Toyota, ja, BBS, ja, kennen wir auch von den Felgen. ZEX, okay, dann waren die das. Save your money, also irgendeine Bank nehme ich mal an. Oder irgendeinen Tuning-Shop, weil das heißt ja auch Geld sichern. Ist ja auch eine gute Anlage in so einem Wagen, oder? Jetzt sind wir hier wieder drüben bei Falken, also sind wir wieder eine Runde rum und wir haben soweit komplett mitgenommen. Und da hinten ist das Ziel, wir gewinnen. Wenn auch nicht sehr spannend. Es gab schon ein paar Rennen auch auf dieser Schwierigkeitsstufe, die waren deutlich spannender, aber das zählt noch nicht dazu. Da waren zum Beispiel die Flughafenrennen enger. Drag sowieso, aber auch die ganz normalen URL-Rennen auf dem Flughafen. So, das hätten wir auch. Wunderbar. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann machen wir einfach weiter. Weiterrennen, URL-Rennen fahren, Geld verdienen und Tuning und den nächsten Wagen reinbekommen. Also, bis dahin, macht's gut und ciao, tschüss.